Hi. Hallo. Schönen guten Abend. Habt ihr jetzt auch alles gehört auf Jägermeister? Ich liebe dieses Geschenk. Oh, Alter. Okay, das war's dann wieder. Nee, ich mag ja lieber Kräuterwurz oder sowas. Ne? Kräuterwurz, ja. Für eine billige Variante. Ja, das ist sehr, sehr lecker. Ich muss mich mal ein bisschen nach oben setzen, weil du so groß irgendwie bist im Sitzen. Ich habe Tim gefragt, ob er mich heute begleiten möchte. Das bin ich. Ihr kennt ihn vielleicht aus Panels oder wenn ich euch abgeschleppt habe, dass er dann... dass ich morgens Eier mache und Kaffee koche. Genau. Lecker hier Rührei oder so. Wir spielen heute Firewatch. Ein Spiel, was letzte Woche rausgekommen ist. Diese Woche rausgekommen ist, ne? Gestern ist rausgekommen. Soll ganz, ganz toll sein. Und wir können uns schon mal auf Tränen gefasst machen hier. Ich werde auf jeden Fall weinen. Ist das so? Ich hab gehört, dass es mal ein bisschen traurig auch ist. Scheiße, und ich heule doch immer so. Es geht schon los. Die Luft hier oben ist aber wirklich ein bisschen stickig und sehr trocken. Deswegen kann es sein, dass ein paar Tränchen hier heute sind. Wir sprechen heute in belesenen Stimmen, ja? Sehr ausgewogen. Keine Höhen, keine Tiefen. Es ist ein bisschen ruhig hier heute. Ich habe mir auch einen Tee gemacht wieder. In jedem Format trinke ich neuerdings Tee. Trink mal einen Tee. Tee ist gut für die Seele. Ich habe hier den Chat übrigens. Ihr könnt also schreiben, aber wir achten da nicht drauf. So, es geht mal los ins Spiel hier. Firewatch heißt es und gestern rausgekommen. Ganz, ganz toll soll es sein. Wir gucken mal. Wir machen Empty Game, steht hier oben. Das ist ein Menü. Oh Gott. Entschuldigung. Ein Baum hier. Da unten steht Loading, falls ihr es nicht seht. Ja, ist ja quasi ein Wappen, ne? Ein Baumwappen und Mauszeiger mitten im Bild, das ist schön. Jetzt geht's aber los, endlich. Campo Santo. Das wäre geil, wenn das so ein GTA-Dings wäre gleich. Wir wurden die ganze Zeit verarscht. Das hat auf jeden Fall sehr... Oh, 1975. Stimmt, das ist ja auch... Das spielt, habe ich gelesen. 1975 etwa? Nein, da gab es... Das ist, glaube ich, in Vancouver oder so. Und da gab es so ganz krasse Waldbrände. Und das spielt quasi danach. Also die gab es wirklich. Okay. Und da wurde dann diese Parkwatch-Initiative irgendwie... Wir haben Julia doch eben gesehen bei dem anderen Format. Schieße Ball, ja, ey. So, von welchem... Late 20s. Laughing. Dann ist sie ja wirklich dein Alter. Ja, noch, ne? Noch. Okay, Henry trinkt jetzt mit seinen Kumpels. Ist auch you approach her. You're drunk. Wie würdest du das machen? You're pretty, ne? Man betrunken ist, sagt man erstmal, dass sie hübsch ist. Macht man das, ja? You are pretty. Lesegeräusche machen ist wichtig. Boah, das ging aber schnell, eine Woche. Boyfriend! Nice. Oh nein. Wir sind aber auch Boyfriend-Kaliber. Ich ahne schon was Böses, Alter. Nein, jetzt hör mal auf. Doch. Die Musik ist auch so. Die Musik ist so... Ja, passt natürlich gut mit Pet, aber Backpack. Ah. Und was? Hier oben. Trigger. Right Trigger. So, wir haben tatsächlich auch ein Funkgerät hier, weil im Spiel kommt auch so ein gelbes Funkgerät vor. Ist das nicht toll? Interaktion heute wieder. Tiefgarage. Welches Auto gehört wohl uns? Naja, ich glaube, uns gehört nur der Reifen. Der Rest ist vom Leasing noch nicht. Komm, ich guck mal erstmal, was da hinten noch in der Ecke ist. Vielleicht kann man noch ein Reifen. Grabben. Ist auch egal, ne? Der fällt bestimmt nicht runter während der Fahrt. Wenn man hinten die Luke nicht zu hat. Das ist ja schön. Ist das nicht schön, ja, wenn man das sagen kann? Wenn man sowas hat in seinem Leben. Was? Wir weinen jetzt schon fast. Das kann nur böse enden. Also ganz im Ernst, wir haben hier sanfte Pianomusik und dazu wird uns erzählt, wir wie sehr du... Wir trinken gerne Bier. Ja. Oh. Vielleicht stirbt auch der Hund. Ja. Oh.
auch noch ein deutscher Hund, wie schön. Ich mag deutsche Tiere besonders gerne. Ja, wir dürfen uns entscheiden. Natürlich den deutschen. Mayhem ist eh der beste Name überhaupt. So heißt unser WLAN zu Hause. Das darf man nur sagen, wie unser WLAN heißt. Ja. Meinst du, läuft jetzt jemand durch Hamburg und guckt, wo unser WLAN ist, wo ein WLAN namens Mayhem ist und dadurch checken die, wo wir wohnen. Ach, schön. Oh nein, sie will Kinder. Wir haben doch schon einen Hund. Ich finde, Kinder sollten wir sagen. Nach 5 Jahren Beziehung. Kann man ruhig mal Kinder machen. Ja, doch. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr eine Freundin habt, müsst ihr euch wirklich sicher sein, bevor ihr Kinder in die Welt setzt, bitte. Das habe ich nicht gelesen. Der Text läuft ja nicht weg. Packs. Okay. Kannst du irgendwie... Ich konnte nichts machen. Auch die Karte nicht? Nein. Oh, gut. Ja, schön durch den Wald hier laufen. Sieht auf jeden Fall nicht nach Waldbrand aus. Noch nicht. Nein, oh nein! She walks in. Ach so, okay. Ja, warum sollte man denn da böse werden? Ich würde sagen, wir verprügeln sie. Yay, häusliche Gewalt, cool. Das ist doch gut, guck mal. Also da gibt es scheinbar naja auch nur eine Möglichkeit. He-Man. You look awesome. Natürlich. Mach du mal eben vor, wie wir gemacht haben. Nee. Wir wollen die Illusion nicht zerstören. Schöner Look, oder? Dieses Comic-mäßige. Ja, Cell-Shading halt so ein bisschen, oder? Obwohl, ja, dann wären die Outlines, glaube ich, größer. Aber hier zeitlos. Hier kommt der Comic-Experte. Outlines. Two Forks. Zwei Gabeln. Spacebar ist bei uns A. Es hat aber auch so ein bisschen, wie heißt das, Team Fortress oder so? Da sehen die doch auch alle so ein bisschen knubbeliger aus. Oh. Der Klassiker. Scare him erstmal, ne? Schon so lang. Wow. Boah, was macht man da, ne? Sagen, dass sie pendelt, aber 2000 Meilen pendeln ist natürlich hart, oder sie muss den Job nehmen, ne? Also man kann nicht sagen, wenn es echt ein toller Job ist. Ja, auf der anderen Seite könnte es psychologisch aber auch genauso sein, dass sie will, dass du sagst, hey, oh, dass Frauen, sie da, ja, Frauen, ohne Scheiß. Was machen wir denn jetzt? Sag dir mal, du, umziehen,
Sagt mal. Schwierig, ne? Jeden Tag pendeln, ja. Sind doofe Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, das stimmt. Auch, ich meine, man sollte zumindest irgendwie offeriert bekommen, mitzugehen, oder nicht? Verprügel sie. Das geht leider nicht. Ja, Alter. Pendeln, verprügeln, pendeln, verprügeln. Du kannst aber auch nicht jemand anderen agree, aufzwingen. Agree. Nee, man muss schon sagen, ja. Agree, komm. Okay, ihr habt auch, die meisten haben gesagt, agree oder verprügeln. Ist ja irgendwo das Gleiche. Also schließt sich auf jeden Fall nicht einander aus, ne? Jedes Semester nur dreimal? Das ist ja. Da muss man Offhand anlegen. Ja, okay. Wir sollten vielleicht mit jemandem reden. Drink wine. Ach, ist egal. Oh, nee. Oh, nein. Die. Ach, 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 Journal. Na gut. Ach, das He-Man-Bild, das weiß ich noch. Vor 5 Minuten. Das war schön. Die auch langsam hier draußen gerade jetzt Regen einsetzt, ne? Ja, traurig, vor allem, weil man da ja nicht wirklich was machen kann. Irgendwann bestimmt. Ach du Scheiße. Das ist genau das Richtige für so einen plauschigen Abend. Ja, eben noch Fun Party Games und jetzt sowas, ey. Das ist auch so ein bisschen wie bei Amor, bei dem Film, wo man sich auch die ganze Zeit mit diesem Alter. Selbst machen, komm. Ja, eigentlich schon. Ja, was, also du kannst jetzt nicht jemanden abschieben, irgendwie, mit dem du. Ei. Und ich habe sie so geliebt. Und ich habe sie so geliebt. Oh, das, gibt's den Song schon? Ich gehe mal davon aus. Ich habe dich so sehr geliebt. Oh, schöne Birken. Birken, ne? Wenn man nämlich draußen ist und es ist feucht und man braucht Zunder, nimmt man Birkenrinde, weil die sehr öllastig ist und sich schnell entzündet. Ein Hirsch. Birken erkennt man an dem weißen Stamm. Liebe Biologiefreunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man trinkt sehr viel, ja. Ja, das ist aber auch schwierig, ey. Was macht man dann? Sperrt man sie ein? Oder lässt auch man sie da müsste es eigentlich wieder eine dritte Option geben. Eigentlich müsste man sagen können, man bleibt bei der Tür. Oder verprügeln. Beides. Ja, kann man sie einsperren? Nein. Das kannst du nicht bringen. Ja, und jetzt ist sie weg.
Okay. Ja, wo ist denn der Job? Eieieiei. Hart, ne? Was macht man denn in so einer Situation? Der Job ist wahrscheinlich jetzt hier im, nach den Bränden Ausschau halten, ne? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht passieren die ja jetzt oder sowas. Vielleicht habe ich auch einfach was vollkommen Falsches gelesen. Man weiß es nicht. Das Spiel heißt ja Firewatch. Also irgendwo sollte man ja auch vielleicht auch Firewatchen. Ich glaube, du hättest da reingemusst. Nein, man geht einmal rum. Da oben ist noch so ein Tower. Hätte man da reingekonnt, ne? Yep. Kleiner Spaß. Ich glaube, das ist der blinkende Schalter rechts. Oh. Weiter rechts. Ja. 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 Okay. Hello, gut. Two Forks Tower. Oh. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said. Rede du mit ihr. Ach, danke für diese ehrenvolle Aufgabe. Excuse me? Ich leg das mal hier hin. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Du kannst replyen. Ja. Wo kann ich das denn auswählen? Achso, okay. Okay, you're probably out here because nobody back home can stand you. Which, after this brief introduction, is not a big shock. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I'd better get some sleep then. One sec. Now it's my turn. Okay, good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. But maybe perfekt, wieder reingestellt. Das nicht schnell auch. Maybe it's, gosh, maybe it's a borderline fetish, a tree fetish. Good night. Good night. Welcome to the job. Firewatch. Dann geht's jetzt wohl los, was? Ja, schöne Introduction auf jeden Fall, war sehr, sehr traurig. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Klar. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to
Oh, fuck me! Good God, language, yeah. Lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? West. Hm. N to use compass. Ja, ich muss erstmal N finden. Auf dem. Vielleicht eine von den. Ah. Oh. Das waren viele. I need you to confirm. Do you see them? Ja. Das Zoom Fenster. In. N, welche brauchen wir jetzt? West, also West, da. Are you seeing this? Halt mal die Klappe kurz. Ich muss erstmal alles wieder wegstecken. Nee. Fireworks, doch da. Ja. Oh, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Okay. Kick the shit out of them sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. Vergiss den Rucksack. I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. M to read map. Ah. Okay. Nach Westen muss ich, ne? Ja, das war eben der Sinn der Sache, nach Westen zu gucken. Dann lasse ich das doch einfach mal offen. Das ist die Frage, ob die Supplybox natürlich auf dem Weg liegt, einfach so, ne? Hat sie doch gesagt. Ja? On the way. Da oben. Warte mal kurz, wie zoome ich denn da nochmal ran? Weiß man nicht, okay. Wie habe ich denn da eben... Ah. Wo war Supply 306? Ja, da bin ich, glaube ich, ja gerade hin. Guck mal gerade drauf zu, das ist doch gut. Kann man auch rennen? Nee. Aber du bist mehr so der Pfadgänger, ja? Also du würdest jetzt nicht querfett ein... Nein, das sind Rehe. Und jeder weiß, man scherzt nicht mit Rehen. Oh, man muss das alles wegstecken, oder? Dann kann man jetzt rüber. Okay. Naja, die Supply-Box wird ja auf dem Pfad sein, oder? Denke ich, ja, also, ja. Ist, glaube ich, schon nicht dumm, hier auf dem Pfad zu bleiben. Da ist die Box. Guck mal da. Wo? Da hinten ist Orange. Ah. Ja. Hab ich aufgepasst. Ja. I found the supply box. Great. Na, weißt du es noch? Nee, leider nicht mehr. 1984 war es das vielleicht? Krass. Gut, abgedeckt. Und dann gucken wir mal den Kram an. Nein. Nein. Ah, egal. Da haben wir den Rope. Was haben wir da unten noch? Eine Granola-Bar, nehmen wir auch mal mit. Und den Pinienzapfen? Willst du den Pinienzapfen mitnehmen? Pinienzapfen ja oder nein? Das ist die Frage. Nein. Hey, there's a snack in here. I'm probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. Okay. That's how you get food poisoning. Guck mal, gut, dass ich gefragt habe. Ah, die Note, hier ist er noch. Die wollte ich noch eben lesen hier. Da habe ich sie wieder weggeworfen. Mann, ist gar nicht so einfach mit diesen komischen Tassen hier, wenn die alle nicht stimmen. Hey, man. So, da. Ron. Hey. Okay, ja. Weg. So, guck mal auf die Karte wieder. Du bist der Ranger und schmeißt das Papier, was leicht entzündlich ist, einfach so weg, ja? Ja? Ich bin mir nicht so sicher, ob das so klug war, dass du den Job angenommen hast. Bin ich ganz ehrlich.
dir? Wie soll das denn anfangen zu brennen einfach? Ja, durch die Reflexion eines Wassertropfens, der an einem Tannenzweig hängt vielleicht. So, das kann man auf jeden Fall auch joggen. So, jetzt geht's los hier. Komm, jetzt joggen wir mal zum Firework hier. This vista is incredible. Which one? Down the hill from my tower. There's a canyon and then the rest of it. Mal gucken kurz. Well, everything. Yeah, you should see what I'm looking at. An eagle has been hovering over this gorge for the past hour. Vielleicht darfst du auch mal spielen. Ja, ja. You can come by and see it at the end. Es ist ja auch so ein Erlebnis. Wo ist denn das Feuerwerk hier? Guck mal. Man sieht's halt auch nicht, ne? Vielleicht weiter rechts. Nee, also ja. Schon da, aber ich dachte. Wir dürfen die echt nicht verprügeln? Doch, machen wir trotzdem. Da. Eieiei. Ja, da brauchst du wohl das Seil für. Knack. Oh, 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 oh. Tim, Funk eben. Nee, das schaffst. Ist gar nicht ernst mit dem Funkgerät. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich damit machen soll. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ach, irgendwie finde ich die aber auch sympathisch. Ja. Aber Feuerwerk ist doch vorbei, oder? Nee. Also ist jetzt schon dunkler geworden. Wer macht denn? It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. Oh, da ist irgendwas auf den Felsen. Siehst du? Da? Ja. Also auf den unteren da. Ja. Und hier auch. Blumen. Nee. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. Ich kann die nicht alle mitnehmen. Nee, warte mal. Da stand doch, die noch weiter da, weg. Da stand clean up mit E. Ja, was soll ich denn die abcleanen, ey? Vielleicht hast du einen Sack mit. Oh ja, okay. Muss ich jetzt jede einzelne Flasche aufheben hier? Ja, das ist halt harte Arbeit. Na gut. Wobei auf der anderen Seite die Leute natürlich jetzt auch weiter Feuerwerk machen. Hört man auch gar nicht mehr. So. Das werde ich hier auf jeden Fall sagen, dass ich die alle aufgesammelt habe, wie cool ich bin. Na, alle weg, ne? Mhm. Da raucht irgendwas. Ja. Flasche. Noch mehr Dosen. Das werde ich erstmal sagen. Drunk Pyromaniacs. Und ich bin doch drunk eigentlich. Ja, jetzt bestimmt nicht mehr. Ja, weg damit. Aber du musst es noch reporten. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, oh. They color-coded the fire danger signs in case ja. People were ich achte da drauf. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Gleichwerbung. So, alles ausmachen hier. Gut. So, wir sammeln jetzt in der Werbung mal ein bisschen die ganzen Flaschen auf und auch die Fireworks hier. Ne, das sagen wir erst, das machen wir dann eben schnell, komm. Einmal sagen, dass die da waren, dann können wir sie nämlich einsammeln. Fireworks. They didn't even try to hide them. Well, keine Raketen aber. Gut, wir sammeln das jetzt erstmal alles hier auf in der Werbung. Tim macht das, weil es nämlich nervig ist, nervige Arbeit und dann geht es gleich weiter mit. Wenn du wieder spielst. Ja, genau. Damit geht's gleich weiter.